Die Schweiz ist erneut von schweren Überschwemmungen getroffen worden. Im Kanton Wallis waren nach heftigen Gewitterregenfällen und gleichzeitiger Schneeschmelze am Sonntag Straßen und Bahnlinien überflutet. Im Wallis sowie im Kanton Tessin kamen mindestens 4 Menschen durch Wassermassen und Erdrutsche ums Leben. 2 weitere Personen wurden am Sonntag noch vermisst. Erst eine Woche zuvor hatte es in der Region schwere Unwetter gegeben. Auch das benachbarte Italien wurde hart von Wasser- und Schlammmassen getroffen. In Konje im Aostatal mussten Einsatzkräfte rund 200 Menschen per Helikopter in Sicherheit bringen. Ein Urlauber berichtet. Es begann mittags zu regnen und wurde immer stärker. Erst um 3 Uhr morgens ließ der Regen nach. Die ganze Nacht hindurch regnete es ununterbrochen. Ich habe die ganze Nacht vom Fenster aus zugesehen. So viel Wasser haben wir noch nie gesehen. Dabei kommen wir schon seit 25 Jahren oder mehr jeden Sommer hierher. Evakuierungen gab es auch in der Region Piemont, wo die Regenfluten für teils dramatische Bilder sorgten, wie hier im Ort Nuasca, nordwestlich von Turin. Hier hatten tagelange Regenfälle einen Fluss in einen reißenden Strom verwandelt.